Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Call of Duty. Und ja. Hallo, weiter schon. Da vorne war ich. Weiter geht's. Hast du was gesehen? Hier vorne ist noch mehr. Ja, da ist nix, da ist nix. Wir müssen uns jetzt hier vorbeisneaken. Doch relativ tricky sein kann. Wow. Verdammt! Donner! Gott sei Dank! Hol mich runter! Du Bastard! Oh, jetzt haben wir uns gut umgeschlichen. Wow, wird dir vergewaltigt hier. Krass. Scheiße! Runter! Oh. Glück gehabt! Kusch von mir geworden. Ich hab nachts genau 2 Schuss. Ist nicht besonders. Nicht besonders. Das war aus Versehen. Oh Gott, sorry, guys. Oh Gott, ich hätte gedacht, dass ich das da jetzt noch durchkomme und noch schaffe, aber irgendwie nicht. Gut, dann ist jetzt ein bisschen eine schwierige Mission. Und da jetzt nicht gleich welche in die Ecke? Wir schleichen weiter. Das sieht uns jetzt ja noch keiner. Hoffentlich zumindestens. Weil sonst, glaube ich, geht das für uns hier bald ein bisschen böse aus. Da ist so das ganz leichte Gefühl. Okay. Ich hoffe, ich komme darüber. Zu dem hier am besten. Dann hoffe ich, dass mich die hier nicht sehen. Ich muss da rüber und dann schaue ich jetzt aber erstmal, dass ich den jetzt hier hinten ausschalten kann. Und der 2. Sieht fast so aus, ne? Muss ich mal jetzt kurz abchecken, wenn es hier ganz leise hinschlägt. Was steht? Los geht's! Granate geworfen! Ja, und drauf da.
Schlecht. Echt schlecht, schlecht. Nein, 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 das darf nicht sein, das darf nicht sein. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Call of Duty. Oh, Vanguard. Cold War wollte ich schon sagen. What the fuck? Bei Call of Duty Cold War, wow, wieso? Wieso wurde ich jetzt entdeckt? Hä, wieso? Oh oh. Wie beschissen ist das gerade? Ich hab drei verdammte Kugeln, Alter. Drei verdammte Kugeln, Digga. Wirklich was hoch, ja. Ich hab halt keine Munition, Hundekorn. So, okay. Munition. Okay. Oh. Sie hat teilweise auch gar nichts. Okay. So, und weg mit dir, jawohl. Ja. Weg mit euch allen hier. Ja. Hier hinten haben wir nichts mehr. Ich die fast besser finde. Aber es sind gleich diese Waffen nur mit anderen Aufsätzen. Aber da muss ich hin. Oh ja, da wird's Mist. Guck mal, Munition, dann schauen wir mal hier runter. Ich sehe halt so gut wie. Arschloch. Wow. Wow, wow, wow. So, jetzt habe ich wirklich mal wieder eine andere Waffe. Heilige Mutter. Maria Gottes. Oh, ich muss immer noch zu meinen Verbündeten zur Linden, wie du vorsprichst. Oh shit. Oh Gott, und es geht wieder los. Wir sind immer noch im harten Krieg. Ich nehme zur Deckung, oder?
Nein, diese Dreckshunde, diese drecksverfickten Kackhunde. Oh mein Gott, Leute, ich werde so behindert. Hier. Oh, ihr Penner. Schon mal ein paar. Wow, 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 wow. Ja, wenig Munition. So. Hast du es in die Waffe geschützt? Ist nicht so schlau, aber. Oh ja, Munition auffüllen. Sehr, sehr wichtig. So, dann auf geht's weiter zu unseren Verbündeten, dass wir die irgendwie nur auch diesem Gefecht herausholen können. Oh, die Windmühle brennt schon. Ich hatte schon rumgeballert. Ich glaube, die. Oh, ich glaube, meine Verbündeten kämpfen. Oh ja. Oh, und jetzt geht's hier weiter. Ganz munter kämpfen wir uns hier wieder durch. Abgestochen, du Drecksack. Da haben wir jetzt schon, okay, da haben wir schon welche mitgenommen jetzt. Und da haben wir ein paar neue Laufwaffen. Witzig. Überall all diese Kippe auf, die nehme ich jetzt dann doch mal mit. Ich will die mal testen. Die Waffe sie ist. Oh shit, oh oh, das sind meine Verwandten, sorry. Nicht schießen! Verdammt, Kingsley! Nicht schießen. Wir dachten, du wärst ein Krautfresser. Wir hätten dich fast durchlöchert. Ja.
Was mache ich da jetzt? Ah, okay, sammeln. Ach so, sammeln. Oh, ups, sorry. Der Captain hat's nicht geschafft. Wir sind allein. Mies. Auf den Rest der 6. Division warten. Wir müssen die Artillerie bis zum Morgengrauen ausschalten. Sonst ist die Invasion gescheitert. Hältst du dich jetzt für den Captain oder was? In einer Stunde geht die Sonne auf. Wir können nicht warten. Ja, es kommen auch keine Männer oder Kavallerie, um uns zu helfen. Wir können hier nur sterben oder versuchen, es nicht zu tun. Hey, das hilft uns jetzt auch nicht weiter, wenn ihr streitet, wer die dickeren Eier hat. Die deutschen Kasematten sind nicht weit weg. Ich glaube, wir schaffen es rechtzeitig hin. Also, schalten wir sie aus. Die Kompanien sind zerstreut. Wir pissen doch gegen den Wind. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Und ihr auch. Das ist Wahnsinn. Hey, was bleibt uns denn noch? Ich bin ganz bei Arthur. Beenden wir die Mission. Alles klar, Kingsley. Du hast wohl das Kommando. Kasematten und Valhalla sind da lang. Wir sollten los. Wie lautet der Plan, Kingsley? Machen wir einen Weg frei. Ihr habt den Sarge gehört. Weg mit den Trümmern. Na, jetzt sind wir das Sergeant. Ja, sehr schön. Ich habe für den Fall noch mal. Stand aber nicht vor, weil habe ich vorhin schon. Ich hatte mich verheddert. Der Captain hat mich befreit, bevor der Deutsche uns fand. Die Operation war von Anfang an am Arsch. Okay, und jetzt. Schauen wir mal, dass wir nach vorne kommen. Diese Lichter an der Klippe, das ist die Küstenverteidigung. Scheiße. Die Brücke wird gut bewacht und das Ufer ist zu steil. Dann müssen wir die Brücke sichern. Das ist unsere einzige Chance. Wie du meinst, Boss. Es wird wahrscheinlich dieser einzigste Weg bleiben, dass wir den da runtergehen. Jetzt gehen wir mal lieber in Hocke, nicht, dass du uns vielleicht noch sehen könntest. Das wäre nämlich sehr, sehr mies und ungeil, würde ich mal behaupten. Mehrere Ziele. Wir müssen wählen, Sarge. Beim Zaun. Ausschalten. Los jetzt, los! Auf die beim Blaster! Ja. Zaun ist gesichert! Sie ziehen sich zurück! Nachrücken! So. Weiter geht's! Die ganze Munition wieder mitnehmen. Runter! Geh auf dem handelnden Fahrzeug! Halt euch auf! Sucht einen anderen Weg! So, dann pushen wir jetzt hier mal. So, da war auch noch eine. Ja, den bekomme ich irgendwie nicht. Tür aufbrechen! Nimm mir die Tür vor! So, weg damit. Ja. Alle tot. Alle tot. Angriff. Oh Gott. Feindliche
Tja, da haben wir noch mal zwei mit in, unterm Laufen erwischt. Wer du Hundesohn? Wer du Hundesohn? Oh Gott, nein, 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 nein. Ah, ich hätte die vielleicht zuerst noch mal feuern lassen sollen und dann. Eine Granate für das MG! Oh nein, ich bin. Ah, ich Idiot, ich bin gerade nochmal gestorben. Ah, okay. Okay, Leute, sorry, aber das war gerade Dummheit von mir selbst. Oh Gott, und ich schon wieder so. Oh mein Gott. Kugeln machen hier keinen Unterschied. Jetzt haben wir nochmal Granaten. Jawoll. Gut, Sarge. Heilige Scheiße. Jawoll. Wir haben es geschafft. Bewegung. Alle Mann in den Transporter. Wer weiß noch, wie man einen Blitz fährt? Ich mach das da. Schnell, 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 schnell. Rein da, den Guten. Tief im Inneren verstand er das und erkannte, dass wir aus demselben Holz geschnitzt waren. Handel vor! Webb ist vorausgegangen! Ich glaube, sie warten auf dich, Sarge! Neues Ziel, Kontrollpunkt direkt. Genau, und dann würde ich sagen, stoppen wir hier die zweite Folge. Wo läuft die Vanguard? Ich werde zweimal eine Unmod machen, und zwar aus dem Grund, weil ich ja die Aufnahme gestern unterbrochen habe und ich jetzt die zwei Sachen zusammenschneiden muss. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.